Genossinnen und Genossen, was ist unser Problem, wenn wir heute vom demokratischen Sozialismus reden? Wir leben doch im reichsten Teil der Erde. Die Produktivkräfte sind so entwickelt, dass niemand auf der Welt hungern müsste. Mit steigender Arbeitsproduktivität nimmt auch die Arbeitshetze zu. Das ist gelinde gesagt absurd. In Europa propagieren Rechtspopulisten und manche Eliten schon wieder Ausgrenzung und Chauvinismus. Das ist Geschichtsvergessen und das ist antidemokratisch. Wir finden es ungerecht, dass anderswo das Nötigste zum Leben fehlt und die soziale Frage nicht gelöst ist. Wir werden nicht akzeptieren, dass die Chancen und die Möglichkeiten für einen erfolgreichen Kampf um globale Gerechtigkeit hier vor Ort ungenutzt bleiben. Genau deshalb unterziehen wir uns der Mühe, ein politisches Programm demokratischer Sozialistinnen und Sozialisten zu entwickeln. Schön wäre als Ergebnis ein gelungener Kompass für unsere tägliche Politik. Ein Kompass, der mit der feinen Nadel der Demokratisierung immer wieder auf die Pole der sozialen und der ökologischen Herausforderungen zeigt. Unsere Geschichte lehrte, dass die große Antwort auf die vielen Fragen des Lebens Selbstbestimmung und deshalb radikale Demokratisierung heißt. Dies hat überdies den Vorzug, wenn wir denn Mehrheiten für unsere Politik gewinnen wollen, das wollen wir, dass wir bei der Suche nach den Antworten nicht alleine bleiben. Deshalb gehört in den Mittelpunkt unserer politischen Vorschläge, dass die öffentlichen Räume wieder wachsen, in denen Antworten im Dialog gesucht und gefunden werden. Wir wollen, und das sage ich jetzt stichpunktartig, Vorfahrt für alternative, solidarische Wirtschafts- und Lebensformen. Wir wollen Vorfahrt für kommunale Selbstbestimmung und kommunales Eigentum, damit über die regionale Grundversorgung wieder verantwortungsvoll entschieden wird. Wir wollen Vorfahrt für internationale Zusammenarbeit und für Solidarität. Wir wollen Vorfahrt für den Kampf gegen Unterdrückung von Menschen, egal welchen Geschlechts, welcher Rasse und welcher Klasse. Wir stehen dabei in der Tradition all jener, die den gesellschaftlichen Reichtum durch ihre Arbeit hervorbringen, die Kinder großziehen, Solaranlagen erfinden, die Brötchen backen, den Nachbarn helfen, Geschichten erzählen und Ungerechtigkeit ablehnen. Das gehört zu unserer gemeinsamen Identität in einer pluralen Linken, indem wir den gemeinsamen Anspruch auf eine Befreiung von allen Herrschaftsstrukturen und für mehr Gerechtigkeit aufrechterhalten, stehen wir gegenwärtig sprichwörtlich zwischen Geschichte und Zukunft linker Bewegungen. Genossinnen und Genossen, den Teil der eigenen Geschichte, der in den Gulag führte, können und wollen wir nicht ignorieren. Michael Schneider schrieb über Stalin, er habe, ich zitiere, objektiv das Geschäft der Konterrevolution betrieben, und zwar so radikal und durchgreifend, dass dies kein weißer zaristischer General hätte tun können. Ende des Zitats. Wenig später saßen Menschen mit unterschiedlichsten politischen Überzeugungen gemeinsam mit einer gespaltenen Arbeiterbewegung West- und Mitteleuropas in den Lagern der deutschen Faschisten. Die Wunde, die Auschwitz weltweit hinterlassen hatte, hat Europas Entwicklung in den Kalten Krieg begleitet. Millionen Menschen haben nach dem Zweiten Weltkrieg voller Hoffnung und mit radikal egalitären Ideen in Ost und West Nachkriegsgesellschaften aufgebaut und wollten ein Leben in Frieden sichern.
Genossinnen und Genossen, dabei scheiterten die Gesellschaften in Osteuropa in einem verzweifelten Kampf um höhere Arbeitsproduktivität gerade am schwierigsten, und das ist mir jetzt wichtig. Es war nicht gelungen, das vergemeinschaftete Eigentum an Produktionsmitteln tatsächlich auch anzueignen. Stattdessen geriet das juristische Volkseigentum mehrheitlich zu einer Verfügung einer staatsbürokratischen Kommandowirtschaft von Parteiapparaten. Selbst im 70. Jahr der Sowjetunion schien der erfolgreiche Aneignungsmechanismus noch immer einer zu sein, der das ausschließliche Haben und nicht das produktive und kooperative Sein in den Mittelpunkt stellt. Das Privateigentümliche steckte tief in den Köpfen. Genossinnen und Genossen, wer die sowjetische Gegenwartskomödie, und ich komme jetzt mit Film, die sowjetische Gegenwartskomödie Bahnhof für zwei von 1983 einmal gesehen hat, erinnert sich vielleicht an folgende Filmszene. Ein Mann hat einen unfreiwilligen Aufenthalt finanziell zu überbrücken und will seinen Ausweis, sein Geld und seine Fahrkarte, die mit einem verpassten Zug davongefahren sind, ersetzen. Er braucht Geld. Er ergreift die Chance, das nötige Kleingeld zu bedorgen, indem er für eine Bäuerin Melonen auf dem Markt anpreisen und verkaufen soll. Sie gibt dem ohnehin Verwirrten Folgendes mit auf den Weg. Wenn du meine Melonen mit Gewinn verkaufen willst, dann mach es nicht wie die von der Sofkose. Mach es, als wäre es deine eigenen, die du mit Liebe großgezogen hast. Das sagte die Bäuerin zu dem Reisenden. Die Bäuerin, sehr geübt in Schwarzmarktgeschäften und privater Schattenwirtschaft, verrät uns daraufhin das neuralgische Geheimnis des formalen Volkseigentums mit sehr einfachen Worten. Das klappt ja in der Sofkose alles nicht, denn, Zitat, es gehört doch keinem. Soweit zu dieser kleinen, aber doch erhellenden Filmszene. In diesem demokratiefernen Alltagsdenken war eines deutlich eingefangen. Irgendetwas substanziell anderes, Neues, etwas, was in die Richtung eines neuen, bedarfsorientierten und ressourcenschonenden Reproduktionstyps zeigte, etwas, in dem alle kooperativ und kreativ Verantwortung übernehmen, war in den Jahrzehnten zwischen den Kriegen und in der Nachkriegsgeschichte im Betrieb und im Alltag ausgeblieben. Die Aneignung des formal vergemeinschafteten Eigentums hin zu einem assoziierten Produzenten war zwischen Normvorgaben von Partei- und Staatsführungen, einer halbherzigen wirtschaftsdemokratischen Neuererbewegung, dem Nebeneinander von Naturalwirtschaften und Devisenverrechnungen zwischen hochpotenten Betrieben. Es war einfach stecken geblieben. Trotz kritischer Filme, Weltliteratur und Punkrock, der Konsens in der Arbeits- und Lebensrealität bröckelte auch in der DDR. Aus den Erfahrungen mit einem Stalinismus als System, der nicht nur Innovation und Aufbruch erstickte, sondern auch Repression und Pervertierung der sozialistischen Idee hinterließ, speisten sich auch die Umbrüche 1989 und folgenreich das Wahlverhalten 1990. Viele Schichten des Alltagslebens in der DDR prägten über die friedliche Revolution 1989 hinaus einen tiefen Antikapitalismus. Mit den unbewältigten Folgen von Deindustrialisierung und Abwanderung bekam er auch eine neue praktische Nahrung. Antikapitalismus ist eine für viele nachvollziehbare Haltung, ein Standpunkt. Zum Anti brauchen wir aber auch ein Pro. Und das müssen wir in unserem Programm beschreiben. Ich habe hier mit Hilfe einer filmischen Episode ein Stück meiner Lebenserfahrung so ausführlich erzählt, damit wir die Eigentumsfrage tatsächlich strikt an die Demokratisierung aller Lebensbereiche binden.
Genossen und Genossen, in der Parteidebatte haben einige nachgefragt, warum der sozialökologische Umbau, der in der Präambel so zentral angekündigt ist, in den Ausführungen der Transformationsprojekte so fleischlos bleibt. Der sozialökologische Umbau wird doch nur über die vergemeinschaftete Verantwortungsübernahme in kommunalen Eigentumsformen, in Genossenschaften, in dezentraler Entwicklung und mit einem öffentlich geförderten Beschäftigungssektor, einem neuen Labor zwischen Staat und Markt, gelingen. Genossinnen und Genossen, wie bekommen wir es hin, dass die Eigentümer auf dem Papier auch Verantwortung, Selbstverantwortung für ihr Leben übernehmen? Wir wollen doch nicht enteignen, sondern uns das Leben endlich aneignen. Das ist unser Programm und damit können wir heute beginnen. Die Programmdebatte hat bisher auch deutlich gemacht, dass die Mühe um einen genauen Arbeitsbegriff, der die ganze Reproduktion umfasst, ihren Schweiß wert ist. Dies und mehr hat die Bundesfrauenkonferenz noch einmal deutlich eingebracht. Das zeigt auch die heutige Debatte. Genauso entscheidend finde ich, und auch da bin ich kein einsamer Rufer in der Wüste, dass das Informationsprekariat oder Informationsproletariat, wie auch viele andere Subjekte der Veränderungen, in einem linken Programm deutlich hervorkommen sollten. Wir müssen auf die zugehen, die mit den modernsten Produktivkräften arbeiten. Es sind nämlich auch diejenigen, die neue und viele ungenutzte Chancen für positive Veränderungen täglich weiterentwickeln. Das ist keine Marotte eines Medienwissenschaftlers. Hier geht es um mehr. Wir haben inzwischen digitale Informations- und Navigationssysteme aller Art, die größere Steuerungsprozesse und Planungen in gesellschaftlichen Prozessen von der unmittelbaren Produktion über Bevölkerungsentwicklung bis hin zur Mobilität überhaupt erst möglich machen. Wer heute Investitionsentscheidungen trifft, elektronische Petitionen entwickelt, in der Gesellschaft seine Ideen kommuniziert, tut dies auf dem Skelett digitaler Systeme. Und völlig zu Recht fordern Menschen weltweit, dass Grundlagenforschung, behördliche Erhebungen, Geodaten und anderes, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ja auch längst bezahlt haben, auch allen zur Verfügung gestellt werden. Die Open-Data-Bewegung zeigt uns auch klar die andere Seite der Medaille. Von Elena über Netzsperren, von einem Zwei-Klassen-Internet bis zu elektronischen Identitäten, ob im Gesundheitswesen oder bei der Staatsbürgerschaft, finden gravierende und widersprüchliche Entwicklungen statt, in die sich linke Politik einmischen muss. Wir werden keinen radikal demokratisch-sozialistischen Ansatz gesellschaftlicher Veränderungen offensiv und erfolgreich vertreten können, wenn wir all diese Entwicklungen im Programm nicht ausreichend widerspiegeln und die Träger dieser Veränderungen mit unserem Programm nicht ansprechen oder nicht erreichen. Genossinnen und Genossen, ich habe noch einmal nachgeblättert, was mich beschäftigte, als wir gemeinsam angefangen haben, die Linke aufzubauen. Beim Programmkonvent hier in Hannover vor 4 Jahren habe ich den Produktionsaspekt meines Sozialismusverständnisses noch einmal mit Brecht untermauert. Bertolt Brecht schrieb 1941 im finnischen Exil in seine Arbeitstagebücher, ich zitiere: Der große Irrtum, der mich hinderte, die Lehrstückchen vom bösen Baal, dem Asozialen, herzustellen, bestand in meiner Definition des Sozialismus als einer großen Ordnung. Er ist hingegen viel praktischer, als große Produktion zu definieren. Produktion
schrieb Brecht, muss natürlich im weitesten Sinn genommen werden. Und der Kampf gilt der Befreiung aller Menschen von allen Fesseln. Die Produkte können sein Brot, Lampen, Hüte, Musikstücke, Schachzüge, Wässerung, Tank, Charakter, Spiele und so weiter und so weiter. Soweit Brecht. Warum bleibt mir der Produktionsaspekt unseres Sozialismusverständnisses so wichtig? Wenn wir uns als radikale Umverteilungspartei des gesellschaftlichen Reichtums verstehen, müssen wir auch Sinn und Ziel einer gerechteren Verteilung präzisieren. Wir wollen doch nicht, dass alle einen guten Fensterplatz auf der Titanic haben, wie Fricker Hauck es so schön ins Bild gesetzt hat, und die ganze Kiste säuft dann ab. Wir haben Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung, und da sind die Fragen der Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum neu zu durchdenken. Denn Brot und Spiele mit Gewinnern und Verlierern schafften alle Klassengesellschaften, wenn auch mehr schlecht als recht. Marx hatte nicht umsonst den wirklichen Reichtum als disposable time, als selbstbestimmt verfügbare Zeit beschrieben. Ich kann verstehen, dass Menschen, die dauerhaft von Erwerbsarbeit ausgeschlossen sind, denen täglich das Recht auf ein menschenwürdiges Einkommen streitig gemacht wird, solche Überlegungen manchmal als Hohn empfinden können. Gerade auch, weil sie wissen, dass Lebenssinn im Mitgestalten, im Gebrauchtwerden, in der Kooperation zu finden ist. Auf der anderen Seite gilt die Forderung nach frei verfügbarer Zeit auch für all jene, die unter belastenden Arbeitsbedingungen in unsicheren Lebensentwürfen, in mies bezahlten Jobs und in wachsender Unsicherheit leben. Lebenssinn, Glück, ein gutes Leben zu gestalten, braucht Zeit für Bildung, für Zuwendung, für neue Ideen, für Genuss, für eine Reproduktion, die nicht nur uns und den Planeten nur knapp vor der Erschöpfung bewahrt. Nach den erfolgreichen Kämpfen um die Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit in den 80er Jahren, an die wir programmatisch wieder konsequent anknüpfen können, sind viele Probleme hinzugekommen, die wir im politischen Alltag und damit in einer Programmdebatte ernst nehmen müssen. Vor kurzem schrieb Raul Zelig, der als Politikwissenschaftler in Kolumbien arbeitet, ich zitiere, der Neoliberalismus ist angezählt, Gesundheit, Erziehung und Wohnungsbau werden wieder verstärkt als öffentliche Aufgaben wahrgenommen. Verfassungsgebende Versammlungen halten das politische System in Venezuela, Bolivien, Ecuador aus den Angeln gehoben und die Emanzipationsmöglichkeiten der Bevölkerung erweitert. Da können wir von Südamerika lernen, sehe ich auch so. Zugleich hat der Autor einen kritischen Blick auf ausbleibende Debatten in einem Sozialismus des 21. Jahrhunderts geworfen. Trotz Orientierungen auf Regionalentwicklung, genossenschaftliche Solidarökonomie und das Wissen der indigenen Völker bleiben viele Reformen in einem, wie er sagt, rohstofffinanzierten Staatsinterventionismus stecken. Raul Zelig beschreibt mit solidarischer Sensibilität, wie daraus dieselben Fragen erwachsen, die auch in unseren Gesellschaften noch viel zu leise gestellt werden. Akkumulation und Wachstum scheinen noch immer der unangefochtene Mittelpunkt des ökonomischen, sozialen und politischen Handelns zu sein. Zelig spricht davon, dass eine auf die ganze Reproduktion, also auf die ganze Gesellschaft bezogene Ökonomie des Haushaltens, die eine grundlegende Versorgung für alle sichert, nur aus unserer täglichen sozialen Praxis kommen kann. Nirgendwo auf der Welt werden wir neue, behutsamere Produktions- und Kommunikationsweisen aufblühen sehen können, wenn wir sie unter Verzichtsideologien stellen. In den sozialen Bewegungen Lateinamerikas wird diese Debatte
so Raoul Zelig, unter dem Begriff des Buen Vivir, des guten Lebens, verhandelt. Ich finde, ein solcher Ansatz gehört unmittelbar in unsere programmatische Debatte. Gute Arbeit und gutes Leben knüpft genau da ein. Knüpft genau da ein, wo ich also in der Geschichte in den 80er Jahren mit dem Beispiel stecken geblieben bin, dem Filmbeispiel. Der Aneignungsprozess unseres gemeinschaftlichen Produzierens kann in mehreren Eigentumsformen stattfinden, sogar in kleineren privaten und mittelständischen Unternehmungen. Das wissen linke Unternehmerinnen und Unternehmer auch. Ob die Open-Source-Bewegung der Beteiligungshaushalt in einer Kommune, in der betrieblichen Mitbestimmung, in Wohn- und agrarischen Genossenschaften weltweit und vor der Haustür. Überall werden Erfahrungen gesammelt, wie wir Verantwortung für unser gemeinsames Produzieren, für unser Leben übernehmen. Diese Transformation müssen wir in unserem Programm genauer beschreiben, sodass Männer und Frauen, Junge und Alte, Lust auf politische Veränderungen mit der Linken gewinnen. Genossinnen und Genossen, warum ist mir das Lernen aus alltäglichen Erfahrungen inmitten der Programmdebatte so wichtig? Unsere Programmdebatte wird, auch mit den Signalen hier aus Hannover, die Wahlkämpfe 2011 tangieren. Führen wir eine Programmdebatte mit Gewinn, dann gehören interessante Kontroversen dazu. Kontroversen, die am Leben der Menschen anknüpfen. Glauben wir ernstlich, dass wir Menschen über die gefährliche Krisenhaftigkeit dieser Welt belehren müssen? Das weiß wohl jeder Erwerbslose besser als ich. Ich gehe davon aus, dass andere selbst einen Kopf zum Denken haben. In die Kommune zu gehen oder im Europäischen Parlament oft auch über die linke Fraktion hinaus Verbündete für eine andere Krisenbewältigung zu suchen, als Merkel sie gerade durchziehen will. Ja, was sie da treibt, finde ich wirklich gefährlich. Ich meine die Merkel. Und das spreche ich auch aus. Genauso wichtig ist es, dass wir dagegen wirkungsvoll etwas unternehmen, und das geht nur, wenn wir ernsthaft versuchen, Mehrheiten von unserer Politik zu überzeugen. In der Programmdebatte haben deshalb auch viele die Frage gestellt, wo wir den Rahmen sozialistischer politischer Interventionen setzen wollen. Die Eigentumsfrage zu stellen und eine europäische Wirtschaftspolitik diskutieren zu wollen, geht nur mit einem radikalen Demokratieverständnis, das davon ausgeht, dass kleinste Veränderungen in den Kommunen, in der betrieblichen Mitbestimmung auch Veränderungen im globalen Sinne sein werden. Kämpfe um würdevolle und existenzsichernde Beschäftigung und Arbeitszeitrichtlinien sind längst europäische Kämpfe geworden. Erfolgreiche Kämpfe um Rekommunalisierung, ob in Wien, ob in Oslo oder in Frankfurt, sind immer beispielgebend für die Städteentwicklung in internationalen Metropolen. Auch die Kämpfe um Netzneutralität werden wir nicht allein national führen können. Und die Kämpfe um menschenwürdige Migration, um mehr kulturellen Austausch und Zugänge zu Bildung und Wissen für alle können wir weder der herrschenden Elite überantworten, noch werden wir sie denen überlassen, die glauben, Menschen allein nach ihrem zweifelhaften wirtschaftlichen Nutzen bewerten zu müssen. Genossinnen und Genossen, solches Denken führt auf geradem Wege zu nationalem Protektionismus. Hier ist der Boden für erbitterte Wirtschaftskriege
und die vielen globalen, lautlosen Konflikte um Nahrung, Wasser und Überlebenschancen nach Umweltkatastrophen. Aus diesen Konflikten auszubrechen, die Weltöffentlichkeit zum Beispiel für einen friedlichen Interventionsmechanismus bei Klimakatastrophen wachzurütteln, dies wäre eine erste Forderung, die wir Linke heute in die internationalen Beziehungen einbringen müssen und die uns als Friedenspartei auch weiter praktisch profilieren. Internationale Politik wird zurzeit nicht von Sozialistinnen und Sozialisten bestimmt, das wissen wir. Wir handeln in einem schwierigen Feld. Deshalb ist es wichtig, dass wir die programmatische Debatte auch an dieser Stelle grundsätzlich offen und grundsätzlich sachlich führen. Wir wollen Frieden. Wir wollen das Menschenrecht stärken und deshalb die UNO reformieren. Deren Existenz ist eine zivilisatorische Errungenschaft, auch wenn wir um ihre Instrumentalisierung wissen, um Strukturen, die an alten Kräfteverhältnissen festhalten. Dies müssen wir anmahnen. Wir werden die soziale Teilhabe, die in den Millenniumszielen in einer entscheidenden menschenrechtlichen Dimension formuliert ist, hochhalten. Wir wollen internationale Beziehungen ohne Gewalt, ohne Militärbündnisse und ohne Armeen. Das werden wir im Programm festschreiben. Liebe Genossen und Genossen, wir sollten auch hinzuschreiben, dass das dicke Bretter zum Bohren sind und zum Beispiel der Weg zum programmatischen Ziel Auflösung der NATO aller Wahrscheinlichkeit nach kein sehr kurzer Weg sein wird. Deshalb müssen wir Schritte zu einem internationalen kollektiven Sicherheitssystem, so wie wir es wollen, auch konkretisieren und politische Angebote unterbreiten. Abrüstung und Konversion. Nicht um moderne, sondern um nie mehr Kriege zu führen. Das ist der einzige Weg. Genossinnen und Genossen, verwenden wir viel Sorgfalt auf die Antworten, die wir jetzt zur Debatte stellen wollen. Damit komme ich zu meiner letzten Überlegung, für heute jedenfalls. Unsere Programmdebatte ist ganz klar eine Wertedebatte. Ich bin weder bereit, Freiheitsdebatten von Marktliberalen okkupieren zu lassen, noch lasse ich mir einreden, dass soziale Gleichheit destruktive Gleichmacherei sei. Gleichmacherisch erscheint mir eher ein Lebenskonzept, welches sich vor einer abstrakten Rendite verbeugt und all seinen Erfindungsgeist einem waghalsigen Profitprinzip verschreibt, statt kooperativ zu denken. Vor einer Woche hat Robert Miesig die These aufgestellt, dass der Kampf gegen globale Ungerechtigkeit deshalb so schwach ist, weil er sich nicht verständlich machen kann. Unter der frechen Überschrift Freiheit, Gleichheit, Streikheit plädierte er für eine progressive Sprache der Linken. Den Gedanken will ich aufgreifen. Mit seinem Verben für ein neues allgemeinverständliches Dreigestirn Kooperation, Kreativität und Gleichheit verbindet er einen Versuch daran zu erinnern, dass alle progressiven Kräfte in der Geschichte über ihre unmittelbaren Interessenlagen hinaus die Allgemeinheit angesprochen haben. Er schlug vor zu sagen, ich zitiere, als Linker bin ich nicht nur deshalb gegen Ungleichheit und Ungerechtigkeit, weil Gesellschaften dann schlechter funktionieren. Selbst wenn dem nicht so wäre, wenn also der allgemeine Nutzen von Gerechtigkeit nicht so sicher wäre, würde ich dennoch nicht plötzlich für Unfairness plädieren. Ich bin nicht nur deshalb gegen Ungleichheit, weil sie auf so vielfältige Weise schädlich ist. Ich bin auch gegen die Ungleichheit, weil sie gegen meinen inneren ethischen Kompass verstößt. Nur so kann man sich, auch wenn man die berechtigten Interessen bestimmter Gruppen vertritt, an die Allgemeinheit richten. Ende des Zitats. Mit dieser Überlegung möchte ich uns in einer guten halben Stunde
wieder auf die Heimreise schicken, denn ich bin der guten Hoffnung, dass auch für diesen Programmkonvent in Europa gilt, Reisen bildet, liebe Genossinnen und Genossen.